Nein, die Party ist nicht vorbei. Die Party war ja angesetzt für 16 Uhr bis 20 Uhr. Und das heißt, es wurde bis jetzt noch fleißig weitergefeiert. Und wir sind ja seit den Nachmittagsstunden mit dabei. Wir haben erlebt bei der Ankunft, dass auch viele Leute vor dem Lokal waren, aber auch in dem Lokal. Da wurde eifrigst gefeiert, wie ich nur sagen kann. Und auch nach kurzer Zeit war dann schon die Polizei vor Ort, die auch beim Betreten des Lokales sofort darauf aufmerksam gemacht hat, dass hier eben jetzt die Daten aufgenommen werden, dass auch hier jetzt mit Bodycam mitgefilmt wird. Das heißt, dass auch etwaige Verstöße gegen die Covid-Maßnahmen und Verordnungen hier auch aufgezeichnet und dann natürlich auch zur Anzeige gebracht werden. Dennoch, die Polizei konnte nichts anderes tun, als auch die Daten aufzunehmen, denn Schließung eines Lokales, das obliegt natürlich auch dem Gesundheitsamt. Und jetzt gegen 20 Uhr, wo die letzten Gäste auch das Lokal verlassen, ist die Polizei auch noch einmal gekommen, hat auch noch einmal jetzt die Daten der Gäste erhoben, die jetzt im Lokal noch vor Ort waren. Allerdings, die Wirtin hat von vornherein angekündigt, dass sie um 20 Uhr das Lokal auch schließen wird. Sie selbst ist schwer dagegen, dass man sie als Wutwirtin bezeichnet. Sie sagt, sie wäre mehr eine Wutmutter, denn ihre Beweggründe, um hier auch das Lokal aufzusperren, wären sehr persönliche, denn sie hat einen 13-jährigen Sohn, wo sie nicht mehr weiß, wie sie ihn denn überhaupt versorgen kann. Das heißt, sie sagt, sie hat nicht einmal mehr die Möglichkeit, Lebensmittel zu kaufen. Es sind ihr die finanziellen Mittel ausgegangen und vor allem, sie hat erst vor einem Jahr dieses Café übernommen und hat dadurch nicht die Möglichkeit, auf viele Ausgleichszahlungen, die Regierung ja angeboten hat, auch zuzugreifen. Ihr Schuldenberg häuft sich. Sie sieht diese 30.000 Euro, die natürlich auch hier in der Rede sind, dass sie als Wirtin diese Strafe bekommen könnte, nicht als zu tragisch, denn der persönliche und private Schuldenberg hat sich so sehr angehäuft, dass diese weiteren 30.000 eben nicht mehr so schlimm werden. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher, das heißt teilweise Stammgäste, aber auch Personen, die eben unbedingt hier ihre Solidarität kundtun wollten, sind hierher gekommen. Allerdings jetzt um 20 Uhr nicht nur aufgrund der Wirtin, die gesagt hat, um 20 Uhr wird gesperrt, sondern noch einmal ist die Polizei vor Ort und wird hier die Daten der Leute erheben, die zwar jetzt in der Zwischenzeit gefeiert haben, allerdings jetzt, wie gesagt, ist es bald vorbei. Die Wirtin wollte sowieso schließen. Jetzt heißt es noch einmal Daten erheben, vor allem von den Personen, die vorher noch nicht da waren.